Servus Freunde, es ist Freitag und es heißt Review-Zeit auf unserem Kanal. Wir machen die zweite Waffe hier in Staffenhagen, die uns freundlicherweise jetzt von Begali zur Verfügung gestellt worden ist. Und ob diese Erbsenschleuder was taugt, das zeige ich euch nach dem Intro. Viel Spaß! Wir haben nichts an! FV! Danke! Friede! Beginnen wir wie immer mit dem Lieferumfang. Schauen wir mal rein in das schöne Kartönchen. Ist recht schlicht gehalten, einfach braun. Wir haben dabei einen Haufen Schaum, was kein Mensch braucht. Ein Papierkram mit dem Kronprotokoll von Begali. Das tun wir uns mal hier rein, weil hier ist recht windig. Dann haben wir eine Bedienungsanleitung dabei. Und natürlich das edle Geschoss selber. Man reiche es mir bitte. Vielen Dank, edler Hofner. Natürlich die Waffe selbst mit dabei, das 1500 Schuss, was auch immer, Highcap Magazin. Und wir gehen jetzt in die Nahaufnahmen. Beginnen wir immer von vorne nach hinten. Ganz klar bei der PPSH ist dieses markante vordere Aussehen. Wir haben durch den verbauten Materialien ein sehr authentisches Finish. Wir haben hier Stahlblech verarbeitet. Ich habe jetzt leider keinen Magneten da, aber müsste mir in dem Fall jetzt glauben. Jetzt hier Stahlblech im Gehäuse verbaut, was die Waffe extrem robust macht und natürlich auch sehr gut anfasst. Wir haben unterhalb vom Lauf kein 14 mm Negativgewinde zum Anbringen zahlreicher Silencer oder sonstiges. Das Korn oben ist einstellbar in der Höhe mit dem mitgelieferten Tool, das beim Lieferumfang dabei ist. Das Hauptgehäuse, wie schon angesprochen, ist hier aus hochwertigem Alublech, also mit Stahlblech hergestellt. Wir haben hier das Stahlblech Highcap Magazin, das 2000 Schuss fasst und über das ganz normale Drehrädchen aufzufüllen ist. Wir haben außerdem hier die Durchladehebel. Sollte man diesen zurückziehen, so öffnet sich hier oben das Hülsenauswurffenster und ich kann durch ein Drehrädchen bequem das Hop-Up meines Bedürfnisses anpassen. Gehen wir noch schnell auf die Kimme ein. Diese lässt sich umklappen und kann ich in zwei verschiedenen Versionen einstellen. Wir haben ebenfalls hier einen schönen Voll-Echtholz-Body und einen Stahlabzug bzw. dieser Bügel hier ist aus Zinkdruckguss gefertigt. Die Steckverbindung in dem Fall ist bei uns jetzt hier Tamiya. Dieser ist im Stock untergebracht und bietet Platz für relativ große Stick-Type-Akkus. Ich sage absichtlich Stick-Types, weil nur diese hier in dieser Waffe verwendbar sind. Akku über eine komplette Länge im Stick-Verfahren eingelegt wird. Also es ist nicht nach unten Platz und auch nicht nach oben. Man sieht ja, dass der Akku mit dieser Klappe hier jetzt nicht unbedingt in allen Größen reinpassen würde. Wenn wir noch schnell auf die Markings eingehen, haben wir hier einmal das Importeurlogo, in dem Fall Begali Kaliber 6 mm BB und das F im Fünfeck. Und hier vorne nochmal das Made in China. Diese sind jeweils vom Schützen aus auf der rechten Seite zu sehen. Vom Schützen auf der linken Seite befinden sich keinerlei Markings, was in meinen Augen für eine Zweite Weltkriegswaffe doch relativ schade ist. Wir haben diese Waffe natürlich auch wieder im Chronotest für euch gehabt und im Schusstest natürlich. Gekront haben wir wie immer mit 0,20 Gramm Biokugeln und geschossen das Ganze mit 0,25 Gramm Biokugeln. Und was wir da für Ergebnisse erzielt haben, das zeige ich euch jetzt.
So, wir haben jetzt schon mal das Gestänge, das Gehäuse getrennt aufpassen. Beim Rauszünden müssen wir so zwei kleine, mini kleine Sicherscheiben aufnehmen und dann hüpft eins die riesen Federn hier diese Federn entgegen. Ja, schrauben wir schnell noch die restlichen Schrauben raus und dann dürfte es eigentlich aufgehen. Für das Blowback. So, schauen wir mal. Also, wir haben schon die neuen SMT-Motoren. Wie ihr merkt, die haben ordentlich Power, die Dinger. Also, wie gesagt, um das neue Blowback oder wie gesagt, das verbesserte Blowback-System zu machen, ist das auf jeden Fall notwendig. Stahlgears, die gut gefettet auf mich wirken, kann man echt nicht meckern. Hier oben in der Leiste, oh, was haben wir hier? Hier haben wir schon mal Metallspäne. Nicht so schön. Okay, so haben wir das hier. Dann haben wir natürlich die Zylindereinheiten, die wir hier haben. Das wirkt auf mich jetzt wie eine stinknormale V2 Double Plate. So, nochmal nachgucken, reiche ich nach auf jeden Fall. Also wie gesagt, hier oben, also außerhalb vom Zylinder ist auch Fett drauf, warum auch immer. Wir haben ein Nozzle, Kunststoffnozzle ohne O-Ring verbaut. Autofokus macht es jetzt nicht. Gut, tun wir mal auf Seite legen das Ganze. Ups, tun wir mal auf Seite legen. Jetzt hat es den Abzug rausgekegelt. Ja, ein bisschen Teflon dran wahrscheinlich, würde das nicht schlecht tun. So, jetzt schauen wir mal, das Ding dichtet. Also ihr seht schon, eher schlecht als recht, das gute Stück. Ja, ist allerdings ventiliert, leider nur 4 O-Ringe, daran liegt es wahrscheinlich. Das ist nicht relativ gut abdichtet. Der O-Ring ist schon bei mir jetzt spröde, also wie gesagt, da auf jeden Fall nicht so schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Fettung von den Gears sind okay, die Schimmung war auch in Ordnung. Allerdings vom Preis für, was kostet 300 Euro, kann man vom Inneren, vom Pisten ein bisschen vielleicht mehr erwarten. Hier würde ich auch ganz klar sagen, liegt Verbesserungsbedarf vor. Piston, Zylinderhead, das müsste normale V2 Zylinderhead sein. Also V2 Teile sind hier kompatibel, könnt ihr alles mögliche austauschen. Und ja, das Nozzle ist kleiner als eine Sondergröße, also das ist jetzt kein M4, M16, G3, MB5 noch was Nozzle. Also da fehlen immer ein paar Millimeter, habe ich mir schon rausgesucht, leider Gottes. Gut, wie gesagt, aber an für sich ist es optisch natürlich eine super Knarre. Im Inneren, wie schon angesprochen, Verbesserungsbedarf. Und ja, gut. Das, was man positiv sehen kann, sind auf jeden Fall die Gears von dem ganzen Teil, die gut geschimmt sind. Den Mikroabzug auf jeden Fall ebenfalls gut gelöst. Der Motor ist sehr stark, also da sollte man keine Probleme haben mit eventuellen Jams oder sonstiges. Wir haben es jetzt zum Beispiel auch nicht gehabt bei einem 7,4 Volt Lipo. Ah, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, das war's von mir. Machen wir weiter mit dem Fazit. Kommen wir noch schnell zum Fazit von dem guten Stück. Wir haben diese Waffe jetzt seit den ganzen Tag auf der OP gespielt.
und erleben dürfen, und sie macht einfach nur Fun. Sie ist ein Eyecatcher auf jeden Fall. Wenn die Waffe auf dem Spielfeld aufkreuzt, sagt auf jeden Fall jeder, oh, darf ich mal? Also das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr großer Pluspunkt von der Waffe. Wir haben jetzt leider hier ohne EBB-Funktion. Diese EBB-Funktion würde ich jetzt allerdings sogar bevorzugen, weil das nochmal ordentlich Krach macht. Negativpunkt sind die Internals. Müssen wir ganz klar sagen, da ist Verbesserungsbedarf. Sie dichtet bedingt ab. Und auch vom Lauf her, was Präzision angeht, würde man da nochmal austauschen, auf jeden Fall. Aber an für sich ist es eine grundsolide Basis mit einem richtig geilen Faktor. Gerade hier auf dieser Endzeit-OP hier in Staffenhagen, müssen wir ganz klar sagen, ist es richtig geil. Und ja, das war's von mir. Wenn ihr Kritik habt oder Anregungen, einfach unten in die Kommentare klatschen. Ansonsten verabschiede ich mich in der Hinsicht hier von aus Staffenhagen. Euer Heubi e.V. Macht's gut.